Etwas ist hier seltsam. Warte! Ich muss sehen! Okay, halt zurück zur Metro. Wir sind hier immer noch auf dem Weg zur Polis. Und keine Ahnung, was das jetzt hier wird. Hört sich auf jeden Fall nicht so richtig super gesund an. Okay, ich geh mal wieder hier rüber an den Fähnchen lang. Oh, Flattermann. Da vorne ist mein Kumpel. Nein, das ist nicht mein Kumpel. Ich muss hier lang. Kann ich hier rüber? Nein, kann ich nicht. Shit. Also, ich gehe nochmal zurück. Ist ja doch irgendwie da lang, oder? Darüber, okay, es geht doch. Knurken hier, so ist echt da drüben irgendwo, ne? Komm. Das ist ein Fähnchen, da laufe ich lang. Kämpft ihr gegenseitig? Ja. So, was habe ich denn noch so schöne Waffen? Und was habe ich ausgewählt? Brand. Okay. Da drüben leuchtet's und ich kann aber auch hier lang. Und nur durchs Wasser, okay. Also gucken wir mal ein Stückchen weiter. Damit gibt's Ärger. Wir wollen da drüben hin. Okay, dann machen wir das irgendwie hier rauf. Okay. Haut ab. Und der haut auch ab. Wovor hauen die ab? Ich soll dahin, oder was? Ja, ich soll dahin. Am Arsch, Leute. Alle anderen hauen ab, ich gehe dahin, oder was? Okay. Ich sehe hier noch nichts. Sieht aus wie ein Eingangstor. Auch die hauen ab. Ja. Ja, okay. Kann ich einfach durchwandern, ohne dass mich jemand bemerkt. Ja, geht mal weg. Zurück. Da lang. Was ist denn hier so los? Ey, komm, locker bleiben. Pfeile. Okay, der ist kaputt. Also, das finden wir hier alles nicht so geil. Ich hau ihn ab. Okay, hier durch. Richtung, okay, die Richtung ist noch richtig. Da durch, da runter durch. Nö, ich glaube nicht, oder doch? Da kann man durchkrabbeln. Okay, Bärchen. Alter.
Soll ich immer noch in die Richtung? Ist doch nicht euer Ernst. Also, das scheint eine Bärenmutter zu sein mit ihren Jungen. Muss ich echt da durch oder was? Nee, ich muss irgendwo da hinten lang. Okay. Aber ich muss hier rüber. Sie beschützt ihre Kinder! Pass auf! So, und jetzt mal weg hier. Da kommen ja die anderen. Okay. Greif an. Dann noch ein paar. Oh. Hm. Oh. Willst du denn? Hau doch mal ab. Wo ist sie? Da hinten. Mann, was für eine Ballerei hier. Komm her, komm her, komm her. Was ist denn da? Was willst du denn, Mann? Lauf doch mal. Thank you.
Na, haut ab oder was? Boah, Hauptsache hier ist mal ein bisschen Ruhe. Munition ist schon mal gut. Gab es hier sonst noch irgendwas? Okay, die Bombe packe ich mal wieder ein. Okay. Was ist passiert? Ey. So, die haut ab, oder? Sehr gut. Boah, was für eine Ballerei, Leute. Okay, ich möchte eigentlich... Achso, da durch. Okay. Dachte, ich möchte nur... Das brauche ich nicht. Okay. Kommen wir denn hier durch? Da oben rüber nicht, ne? Also wir wollen irgendwo hier dann durch. Ah, hier. Bei den Fähnchen. Danke. Ammo ist dringend notwendig. Okay, er flitzt schon wieder da durch. Jump! Hier! Okay. Attention, komm! Gott sei Dank bist du noch am Leben. Du hast einen Freund mitgebracht. Ja. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller! Dann bringen Sie ihn weg von mir! Eine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Thomas Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Schlafen? Naja. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren.
Können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie. Ja, probier es doch einfach mal. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Okay. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Corbus Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya. Und wir haben Mosquin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Okay, wir machen es wirklich auf. Das Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte. Sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Mosquin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Mosquin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Mosquin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Okay, komm. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Gott, hoffentlich klappt das. Das rote Telefon. Tada, tschüss. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Hurra, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Khan, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache. Glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg! Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran!
Ah, da war eine Angst. Genosse Mosquin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, Sie müssen zuerst zuschlagen. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Oh, der trinkt gar nichts. Das ist nicht gut. Ja. Was? Tot. Okay. Maxim Leonidovich Moskvin. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Entschuldigung. Puh. Was? Was war ich? Vorlaut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Aber Sie sind der Anführer. Befehlen Sie es ihm. Rufen Sie die Truppen zurück. Haltet Sie sie weg. Hier können wir nichts mehr machen. Beeilung. Schneller. Was für... Zum Bahnsteig! ...sind Sie? Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben. Mir nach! Thank you.
es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fort zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Okay, D6 werden wir uns aber erst das nächste Mal anschauen. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Ciao.